Krass, ja. Boah. Ey, komm, Karwendel-Vibes auf. Ja, das ist. Also ein Zweier ist das nicht, was ich so an dir sehe jetzt hier. Na. Hier war mal kurz ein bisschen unangenehme Stückele. Nah an der Kante. Und direkt an die Latschen vorbei. Servus zusammen, alle Bergliebhaber, Gipfelbezwinger und die, die es noch werden wollen. Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich bin heute mit der Steffi und dem Arne unterwegs und wir stehen hier am Gipfel des hinteren Sonnenwendjochs. Bevor ihr jetzt denkt, ja, normaler Touri-Gipfel oder sowas. Nein, wir sind hier eine super brutale Tour über die Grenspitze und den Ostgrat der Grenspitze gegangen. Und wenn es euch das interessiert, dann bleibt dran. So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind gestartet am Parkplatz der Ackernalm und ja, von hier geht es jetzt erstmal recht unspektakulär. Noch ein paar Meter die Mautstraße erst nochmal. So, ein paar Minuten nach der Ackernalm kommen wir dann jetzt hier an dem Wegweiser. Ihr seht schon, nächstes Ziel Wildenkaralm und dann folgen wir jetzt einfach mal hier weiter der Straße. So, jetzt schaut euch mal auf der Seite hier diese brutal schöne Herbststimmung an. Wem es gefällt, gern schon mal einen ersten Daumen da lassen. So, und hier hat man schon mal einen ersten schönen Blick auf die spätere, hoffentlich tolle Gratroute und Kraxelei. Ihr seht zum Beispiel da vorne, das ist die sogenannte Teufelskanzel. Da geht es dann hier in diesen Schrofen auf. Und das da müsste die Grenspitze sein. Sonnenwendjoch sieht man jetzt von hier noch nicht. Das ist ein bisschen hinten dran versteckt. Ja, wir sind schon gespannt und freuen uns. Aber von hier gehen wir jetzt erst noch mal ein kleines bisschen in östliche Richtung, weil wir Schönfeldjoch und Wildenkarjoch, glaube ich, heißen die zwei. Einfach für die Aussicht noch mitnehmen wollen. Genau, und an der Stelle gehen wir jetzt erstmal in östliche Richtung zur Schönfeldalm. Man könnte jetzt auch den kurzen Weg hier zum Wildenkarjoch da hoch machen. Aber wie gesagt, wir nehmen hier noch ein bisschen was für die Aussicht dann mit, wenn wir schon mal hier oben sind. Sehr schön zu gehen, der Steig. Ich darf mal sagen, T3 ist es schon. Und wie ihr seht auf der rechten Seite, es geht auch durchaus ein bisschen runter. So, wir sind jetzt hier an der Schönfeldalm angekommen. Wie ihr auch schon seht im Hintergrund, das ist hier eine dermaßen brutale Aussicht. Also allein hier mal hochzugehen, lohnt sich schon wie sonst was. Gute anderthalb Stunden vom Parkplatz waren das jetzt 400 Höhenmeter. Und wir gehen jetzt weiter in Richtung Heimkehrerkreuz und starten von da aus dann die lange Kammüberschreitung über Schönfeldjoch, Mildenkarjoch, Teufelskanzel, Grenspitze und hast du nicht gesehen. Hier vorne, da geht es jetzt weiter. So, hinter mir seht ihr da noch irgendwo da genau das Heimkehrerkreuz. Da haben wir jetzt knapp 2 Stunden, sowas um die 500 Höhenmeter hoch gebraucht. Und voraus starten wir jetzt hier die Kammüberschreitung darüber zum, ich glaube, Schönfeldjoch müsste das erste sein. So, hier nochmal ein schöner Rückblick. Da drüben seht ihr vielleicht nochmal das Heimkehrerkreuz.
weiter bei dir, oder? Ja. Ja. Ja, vor ein lustiger Abstieg vom wilden Kajoch hier, weglos. Hm. So, Freunde, wir sind mittlerweile vom wilden Kajoch etwas abenteuerlich, weil weglos wieder abgestiegen. Normal wird der Gipfel von diesem Pfad hier nicht tangiert, aber wir haben uns gedacht, wir nehmen trotzdem mit. Und jetzt machen wir uns ganz kurz ein paar Höhenmeter runter in den wilden Kajoch-Sattel. Dann sieht man auch schon wunderschön auf der anderen Seite den Aufstiegsweg hoch zur Teufelskanzel, zum Angeljoch, glaube ich, ist das auf der Autoactive-Karte, und rüber zur Grenspitz. Spannend. Boah, also, hallo, Dröselscheiß. Hintergrund seht ihr nochmal den wilden Kajoch-Sattel. Den haben wir jetzt schon durchschritten. Das waren 3,5 Stunden vom Parkplatz. Und wenn man jetzt vorausschaut, sieht man wunderbar schön auch und vor allem sehr beeindruckend den weiteren Routenverlauf. Wir backen uns jetzt hier ein bisschen erst auf den dritten auf. Und da drüben seht ihr, das ist die sogenannte Teufelskanzel. Schaut sehr beeindruckend, sehr abweisend aus. Es geht im Prinzip ein bisschen links hier da die Schrofen. Im, was wir gelesen haben, maximal ersten Schwierigkeitsgrad hoch. Sind wir mal gespannt. Hallo, da haben wir jetzt hier die erste kleine, etwas ausgesetzte Schrofenpassage vor uns. Ah, jetzt geht aber gut. Kurz ein bisschen unangenehmes Stückchen, nah an der Kante und direkt an die Latschen vorbei. Da wäre Obacht geben. Schon ganz gut. Hier mal Rückblick, ihr seht da unten den wilden Kajoch-Sattel, über den kleinen Duttensammer gerade rüber. Und hier an der Stelle, jetzt wird es langsam kraxelig. Deswegen werden wir jetzt hier auch umbauen auf Helm, nehme ich euch auf die Helmkamera. Und dann würde ich sagen, lasst den Spaß beginnen. So, also noch ist das hier eher ein Weg als Kletterei, aber links geht es schon ganz schön runter und es ist halt bröselig. Genau. Und jetzt hier doch nochmal den Grashang hoch auf die Stufe dazu. Ja. Aber so mega kompliziert ist das jetzt hier auch nicht. Ja, ist halt so ein bisschen Schrofen, Gras, Schotter, Mixgelände. Hauptschwierigkeit, da die mal sagen, abschüssig und ausgesetzt. Also Leute, bis jetzt kommen hier keinerlei Zweifel ob der Routenfindung auf. Das können wir an der Stelle schon mal konstatieren. Na, also das müsste die Stelle sein, wo in der Beschreibung steht, irgendwann steht man dann mal vor der Wand und da kannst du eigentlich nicht mehr viel weiter, also musst du jetzt hier hoch. Aber wie gesagt, ich glaube, das schaut schlimmer aus, als es ist. Guck mal, ihr seht es auch, hier gibt es einen Bohrhaken, das ist auch immer ein Zeichen, dass man nicht ganz so verkehrt ist. Also da die sagen, hier rum jetzt auf. Ja. Ah, hier ist der zweite Bohrhaken, also das passt schon hier.
Ja, das könnte fast die spannendste Stelle jetzt hier schon sein. Ja, aber ihr seht schon, wenn man da hinten runter schaut, also hier darf es keinen Fehler machen, das ist schon klar. Ja, das tut weh. Also, auf wie weiter geht's. Nächster Bohrhaken. Ja, da oben hängt da eins, hängt da. Ein kleiner Standplatz eingerichtet hier. Ja. Und schon steht man oben auf der Kanzel. Das ist auch geil. Oh. Geht's noch mal kurz ab? Ah ja. So, so mal gucken. So, und drüben gleich wieder hoch, oder? Schon, ne? Ja, nette Stelle. Voll krass hier. So, Freunde, wir sind jetzt hier von diesem, wie hieß das Ding, Angeljoch, ja, auf der Karte, vom Angeljoch ein bisschen abgestiegen und voraus sehen wir jetzt den weiteren Routenverlauf, also das da oben ist die Grenspitze und man kann jetzt leider nicht hier an dem Kamm weiterlaufen, weil das wird hier Kraxelei schärferer Richtung, das heißt, was könnt ihr erkennen, es geht dann jetzt hier ein bisschen runter und da hinten mal nordseitig in so einer ausgesetzten Querung hier die Flanke entlang und dann wird es dann irgendwo entweder da oder ein bisschen weiter hinten in der Rinne laut den schriftlichen Beschreibungen zumindest wieder nach oben gehen. Schauen wir es uns mal an. Aber das ist schon nicht ausgesprochen. Genau, Freunde, jetzt hier an der Stelle, ihr seht es ja vorne vielleicht an der Steffi, also jetzt nicht hier oben am Kamm bleiben, sondern wirklich hier ein kleines bisschen in die Flanke auf diesen Schotterpfad da absteigen. Oh ja, das ist ja. Boah. Ey, komm, Karwendel-Vibes auf. Ich meine, es geht. Das Problem ist halt, das ist nordseitig. Das kann halt hier oft feucht sein. Früher auch lang mit Schnee. Also da muss man echt dann wissen, was man hier macht. So, nochmal kurz. Da einen kleinen Rückblick. Der Hinterkameramann. Alle mir einen Daumen hoch für den A, ne, weil er immer von hinten filmt, das macht er echt super. Ja, genau, und so schaut das jetzt hier im Rückblick der Teil aus der Querung. Also es ist gut machbar, da sind wir drei uns einig. Ich glaube, da unten ist der Weg. Da, was, da unten, ey? Da unten besser zu gehen. Warte. Da ist scheiße. Warte, das checken wir mal. Ja gut, das ist... Der drängt ein bisschen ab hier, der Block. Ja, geht schon obenrum auch. Geht schon oben rum. Ja, also es geht so rum auch, aber wie gesagt, ja, es geht. Also. Auf jeden Fall ist es spaßig. Ja, genau. Ja, die Stelle ist ein Ticken anspruchsvoll hier vielleicht mal. Das ist richtig. Da sollte man vorsichtig sein. Ja, ja, genau. Und dann direkt voraus, da müssen wir dann, da geht es ja irgendwie da links von der Latsche vorbei, von dieser großen Latsche, da müssen wir irgendwie Aufweg rein. Entweder, ich vermute mal, dass es dann hinter dem großen Felsen links in der kleinen Rinne dann hochgeht, weil ich habe irgendwo was von der Rinne auf einem Foto gesehen.
Genau, jetzt, wenn man jetzt hier drin steht, sieht man auch, dass sich das hier ganz easy auflöst. Alles in lockeres Einser Schrofen-Grasgelände. Oh, krasser Blick zurück hier auf die Querung, ja. Das hat schon was, wenn man sich das hier so anschaut, ne? Ja, wo geht's jetzt lang? Ne? Entweder rechts am Fels vorbei, genau, oder links da durch die Rinne. Hier sind auch Trittspuren. Ja, so, hier an der Stelle gäbe es jetzt nach unserem Dafürhalten zwei Möglichkeiten. Hier rechts an den Felsen hier, das sind Einser Schrofen, so wie das ausschaut. Aber wir haben gerade beschlossen, wir gucken auch mal da durch diese Rinne. Das dürfte auch nicht schwerer als 1 plus, vielleicht mal ein Zug 2 sein, sagt mein Auge von hier, wo wir da ankommen. Ja, das ist, also ein Zweier ist das nicht, was ich so an dir sehe jetzt hier. Nee. Na. Hier sieht's auch nach Fahrt aus. Da siehst du. Cool. Machen wir mal ein T4 Plus da jetzt draus hier mit der Stelle. Damit ihr es auch nochmal von oben seht hier, die Stelle mit dem Ahne im Nachstieg. Ja, also mehr wie eins ist das nicht. Sau gut. Hier nochmal ein schöner Rückblick. Hier kam es jetzt in tatsächlich sehr schön zu gehendem, angenehmen Kamm- und Gratgelände nach oben. Und wir sind hier tatsächlich schon, ihr seht die zwei da vorne, an der Grenzspitze angekommen. 5 Stunden vom Parkplatz, knappe 1100 Höhenmeter. Also summiert sich schon echt ganz schön auf mit den ganzen Dutten da. Aber saugeile Tour soweit. Wir machen jetzt hier eine ganz kurze Minipause. Dann bleibt noch die Kür von hier rüber zum Sonnenwendjoch. Also Freunde, ihr seht, da sind wir angekommen. Endlich mal am hinteren Sonnenwendjoch. Es wird auch mal Zeit für mich, dass ich diesen Gipfel mal mitnehme. 5,5 Stunden gute haben wir jetzt gebraucht. Insgesamt 1100 und ein paar zerquetschte Höhenmeter. Ich schreibe es dann wieder auch entsprechend unten rein. Hier hat es ein super tolles Panorama und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ein letzter Rückblick auf den ganzen Grat von ganz da hinten, das haben wir jetzt hergekommen. Und ja, wir sagen dem hinteren Sonnenwendjoch an der Stelle jetzt auf Wiedersehen. Im Prinzip gehen wir jetzt einfach den ganz normalen Wanderweg runter zur Ackernalm.
da werde ich jetzt noch mal ein paar kleine kurze Impressionen filmen. Aber wirklich spektakulär oder interessant ist das jetzt ja eigentlich nicht. Wir sehen uns dann so oder so später wieder unten fürs Tourenfazit. So Freunde, wir sind wieder zurück an der Ackernalm und haben uns hier so schön an so einer kleinen Bierbank positioniert. Das Bier fehlt. Das Bier fehlt noch, genau. So, was waren es? 7,5 Stunden haben wir jetzt für die komplette Tour, inklusive Pausen natürlich gebraucht, knapp 1100 Höhenmeter. Und ich darf mal sagen, ihr stimmt es mir bestimmt zu, das ist eine richtig coole, fast schon brutal schöne Tour gewesen. Ja. Was die Aussichten angeht auf jeden Fall auch. Es ist lang, 14 Kilometer glaube ich, habe ich gesehen, irgendwie hat Tracking gesagt. Aber wie gesagt, die Aussichten ständig an dem Kamm entlang ist toll. Die Kraxelei auch den Grenzspitz-Ostgrat hoch über die Teufelskanzel macht richtig, richtig Spaß. Ist aber natürlich nichts für Ungeübte. Das ist schon gehobenes T4-Gelände mit Einserstellen, vor allem bröselig und ausgesetzt. Also wenn ihr das mal nachgehen wollt, Hinweis, Outdoor Active Track natürlich wie immer unten. Wenn ihr das mal nachgehen wollt, ihr müsst wissen, was ihr da macht und müsst schon durchaus ein geübter Bergsteiger sein. Dann natürlich ist es unheimlich viel Spaß, eine sehr lohnenswerte Tour. Grandiose Aussicht natürlich am Sonnenwendjoch. Ja, noch einer was dazu zu sagen? Hat euch gefallen, oder? Yes. Das waren die voll krassen Bröselschrofen, Mann. Ja. Also, ja, doch, die eine oder andere Stelle hat schon so ein bisschen Karwendel-Vibes gehabt. Da muss ich dem Arne recht geben. Ja, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Daumen, Kommentar, Abo, wisst Bescheid, wenn dem so ist. Ansonsten sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns mal am Berg. Servus, euer Alpenneo. Ciao. Servus. Freunde, wir sind wieder zurück an der Ackernalm, haben uns hier schon schön an so einer Festtisch, nee, das kann man sagen, was ist das? Bierbank. Oh ja, das ist gut. Ja, servus zusammen, alle Bergliebhaber. Was wollte ich sagen, Gipfelbezwinger haben wir gesagt. Na, ja. Outtake, Schnitt. Nein, das ist schon gut. Gipfelsüchtige. So. Gipfelhatsche. Kondensation.